Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen modernen und vor allem auch schnellen Zeit unser Leben selbst überfrachten und verkomplizieren. Und dass wir das auch als sehr kompliziert wahrnehmen und erleben. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein, wenn wir ein paar Dinge beachten. Eine minimalistische Routine in sein Leben einzuführen, kann für Leichtigkeit, Einfachheit und auch Klarheit sorgen. Ich würde dir gerne in diesem Video ein paar Routinen vorstellen, die ich regelmäßig in meinem Leben anwende, um Einfachheit, Klarheit und ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Dafür wähle ich einen vielleicht etwas anderen Ansatz als andere Menschen, die eine minimalistische Routine in ihrem Leben pflegen. Und zwar versuche ich, alles, was ich in meinem Leben tue, aus der Brille des Bewusstseins wahrzunehmen. Das heißt, alles, was ich tue, soll dazu dienen, mein Bewusstsein zu steigern und mein Leben aktiv und bewusst zu führen und nicht unbewusst. Wenn du meine minimalistische Routine also sehen willst, bleib auf jeden Fall dran. Hi, mein Name ist Alex und auf diesem Kanal behandle ich Themen rund um berufliche Veränderungen und wenn du auf der Suche nach mehr in deinem Leben bist. Bei den Themen, die ich auswähle, habe ich stets den kreativen Unternehmergeist im Sinn. Wenn dich solche Videos interessieren, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Die erste Routine, die ich anwende, ist es, mir regelmäßig Fragen zu stellen. Denn sich selbst Fragen zu stellen, kann das eigene Bewusstsein enorm fördern. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist: Konsumiere ich bewusst, handle ich bewusst, fühle ich bewusst und denke ich bewusst? Das hört sich jetzt vielleicht wie eine einfache Sache an, die irgendwie selbstverständlich ist, aber es ist gar nicht so einfach und vor allem zeigt es auch große Wirkung, wenn man das tut. Wenn ich mir also bei jedem Gedanken, bei jeder Emotion oder bei jeder Handlung die Frage stelle, ob ich es bewusst tue, dann hat das natürlich zur Folge, dass ich mit der Zeit mir auch immer dieser Dinge, dieser Aktivitäten, ob es eine innere Aktivität oder äußere Handlung ist, immer bewusster werde und mein Bewusstsein steigere. Das heißt, ich schaffe es, einen immer größeren Prozentsatz der Dinge, die ich in meinem Leben tue, vom Unbewussten, von einem unbewussten Zwang oder Drang hin zu shiften zu einer bewussten Aktivität. Wenn du mehr dazu wissen willst, kannst du dir auch gerne hier mein Video anschauen über das Thema, ob Minimalismus dich bewusster macht. Eine andere Art von Fragen, die ich mir stelle, ist im Allgemeinen, sind das offene Fragen. Also nicht Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern wirklich Fragen, wieso tue ich das und wieso tue ich das nicht. Meistens ist es so, dass wir Dinge aus Gewohnheit tun und Dinge aus Prinzip unterlassen. Die Frage ist nur, wo kommen diese Gewohnheiten und Prinzipien her? Sind das noch aktuelle Gewohnheiten und Prinzipien oder stammen sie vielleicht aus einer früheren Zeit? Denn innerhalb von 10 Jahren kann sich ein Mensch sehr stark verändern. Mein Ich von vor 10 Jahren hat absolut nichts mehr mit dem jetzigen Ich von jetzt und heute zu tun. Das heißt, ich bin ein völlig anderer Mensch. Das heißt, wenn ich mir Gewohnheiten und Prinzipien vor 10 Jahren angewöhnt habe, die ich auf Autopilot gestellt habe und mein jetziges Leben noch nach diesen Prinzipien ausführe, dann ist das eine unbewusste Handlung, ein Akt, der eigentlich nicht mehr zu dem passt, was ich sein möchte. Durch die Frage, wieso tue ich das oder wieso tue ich das nicht, kann ich mit einem neuen, frischen, offenen Geist diese Leitprinzipien hinterfragen und sie dann vielleicht auch ändern. Oft werden wir dann feststellen, dass wir unser Leben durch diese Prinzipien selbst so eingeengt haben, so klein gemacht haben, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie die Großartigkeit dieses Lebens, die Möglichkeiten, die es uns bietet, wahrzunehmen. Dadurch machen wir uns das Leben selbst schwer und durch so ein paar einfache Fragen können wir uns das Leben wieder ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher machen. Eine weitere Frage, die ich mir regelmäßig stelle, ist: Kann es sein, dass alles gut ist, so wie es ist? Wir Menschen haben meistens einen Hang hin zum Handeln. Wir haben eine Tendenz zum Aktivsein. Wir haben das Gefühl, dass wenn wir immer fleißig sind, wenn wir rödeln und Dinge tun, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben. Das ist aber ein Trugschluss, denn manchmal verstricken wir uns so sehr in die Aktivitäten unseres Lebens, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, dass wir das große ganze Bild aus den Augen verlieren. Wenn wir uns also bemühen, unseren Fokus auf das große Ganze zu legen, werden wir oft feststellen, dass alles eigentlich gut ist, so wie es ist. Wenn wir also in diesem Leben ein bisschen Glück und Zufriedenheit erfahren wollen, dann müssen wir eigentlich lernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben und was wir sind. Oder vielleicht sogar zu lernen, das haben zu wollen, was wir bereits besitzen. Oder das sein zu wollen, was wir bereits sind. Alles andere ist im Grunde genommen nur Dekoration, ein angenehmer Zusatz. Und wir müssen vor allem auch lernen, wieder zufrieden zu sein mit unserem aktuellen Sein. Denn oft haben wir das Gefühl, dass wenn wir etwas anderes sein wollen, wir erst viel tun müssen, um dieses Sein quasi auf eine
berechtigte Grundlage zu stellen. Das ist aber ein Trugschluss, das stimmt nicht. Wir können erst sein oder umgekehrt, wir müssen sogar erst sein, bevor wir handeln und etwas tun und nicht umgekehrt. Die zweite Routine, die ich regelmäßig pflege, ist das Motto: keine Eile, keine Pause. Und das ist im Grunde genommen eine Lebenseinstellung. Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen Always-On-Gesellschaft, die ja von Social Media geprägt ist, das Gefühl haben, dass wenn wir nicht permanent on sind, dass wir eine Information verpassen, die absolut lebensnotwendig ist, oder eine Nachricht verpassen, die lebensnotwendig ist. Wenn ein Freund oder eine Freundin auf eine WhatsApp-Nachricht nicht innerhalb von 10 Minuten antwortet, dann sind wir irgendwie schon total irritiert und vielleicht sogar sauer und fragen uns, wieso ignoriert er oder sie uns da? Uns wird in einer 24-7-Welt vorgelebt, dass wenn wir nicht 10 Dinge gleichzeitig am Laufen haben in unserem Leben und nicht 1000 Dinge besitzen, die Allgemeinheit als begehrenswert einstuft, dass das Leben irgendwie sinnlos ist, dass das Leben vielleicht sogar nicht mal lebenswert ist. Das ist natürlich Blödsinn. Und das weiß auch jeder Mensch tief drinne in seinem Herzen. Das Problem ist nur, wenn man sich einmal auf dieses Hamsterrad eingelassen hat und mitläuft, ist es sehr schwer zu erkennen, dass die Dinge, die wir haben und besitzen und die Dinge, die wir tun, im Grunde genommen nur Dekorationen unseres Seins sind. Deswegen finde ich, nimmt es auch ungemein viel dieser Schwere vom Leben weg, wenn wir uns einfach nur bewusst machen, dass wir durch keine Eile, keine Pause genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller, an unser eigentliches Ziel kommen. Der erste Teil, keine Eile, ist vielleicht leicht zu verstehen, aber was meine ich mit keine Pause? Meistens ist es ja so, dass wir die Aktivitäten in unserem Leben so angehen, dass wir uns erst total abhetzen, also super viel Energie verbrauchen und dann in ein Energieloch fallen und eine große Pause brauchen. Und so geht es halt die ganze Zeit mit den Aktivitäten in unserem Leben. Ich finde, eine sehr gute Analogie ist zum Beispiel, könnte man sich vorstellen, man fährt, das ist ungefähr so, als würde man mit einem Auto, mit seinem Auto, auf einer geraden Strecke fahren, die frei ist. Und dann fährt man halt so, dass man erst immer Vollgas gibt, dann loslässt, komplett das Gaspedal und das Auto für ein paar Sekunden rollen lässt und dann wieder Vollgas und dann wieder loslässt und wieder Vollgas und wieder loslässt. Das ist aber eine sehr ineffiziente Weise, sein Auto zu fahren, denn erstens verbraucht es mehr Sprit, also mehr Energie und ist außerdem auch nicht wirklich schonend für den Motor. Stattdessen stellen wir das Gaspedal ja auf eine konstante Stufe ein, damit wir mit konstanter Geschwindigkeit fahren können. Und die gleiche Fahrweise sollten wir für unser Leben auch anwenden. Wir sollten zusehen, dass wir unsere Aktivitäten mit einem konstanten Energielevel betreiben, sodass wir zumindest für diese eine Aktivität keine Pause benötigen. Das bedeutet, wir machen es ohne Eile, aber wir benötigen auch keine Pause. Die dritte Routine, die ich regelmäßig anwende, ist es, sich zu reduzieren oder aktiv einzuschränken. Seinen materiellen Konsum einzuschränken ist ja schon eine typisch minimalistische Eigenschaft. Aber Konsum geht meiner Meinung nach über das Materielle hinaus. Es gibt Konsum auch auf der mentalen Ebene in Form von Informationen oder Entertainment. Und es gibt Konsum auch auf der emotionalen Ebene. Wir leben in einer Welt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir quasi unendlich viele Wahlmöglichkeiten haben. Und das ist auf der einen Seite auch gut so, denn wenn wir mental gesund sein wollen, müssen wir das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle über die Richtung unseres Lebens haben. Und dazu gehört es auch, Wahlmöglichkeiten zu haben und diese Wahlmöglichkeiten ausüben zu können. Viele Auswahlmöglichkeiten in seinem Leben zu haben, kann aber auch ein großer Fluch sein. Denn wenn wir jeden Tag vor die Wahl gestellt sind zwischen 1000 verschiedenen Programmen auf Netflix, Amazon Prime, YouTube oder Aktivitäten wie Hobbys, Musik, Sport, Freunde treffen oder 100 Bücher, die auf Kindle sofort verfügbar sind, dann führt das meistens dazu, dass wir uns für eine möglichst passive Möglichkeit entscheiden und bei der sind wir dann meistens auch nicht hundertprozentig dabei. Wenn wir uns jetzt also aktiv einschränken und reduzieren, führt es dazu, dass wir eine Dimension der Leichtigkeit und Einfachheit in unser Leben bringen. Es heißt auch, dass wir wieder mentale Kapazitäten frei haben für die Dinge, die wir als wichtig erachten und die Dinge, die dann eben noch übrig bleiben. Das waren jetzt also ein paar Gewohnheiten von mir, die ich in meinem Leben anwende, um mein Leben ein bisschen einfacher und leichter zu gestalten. Schreib mir doch gerne unten in die Kommentare, ob du eine minimalistische Routine hast und wie diese aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.